Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Review. Heute möchte ich euch den Anime Shirobako vorstellen. KSM Anime hat mir freundlicherweise ja die drei Volumen zur Verfügung gestellt, wodurch ich das Ganze jetzt machen kann. Vorab möchte ich allerdings sagen, dass das nicht ein Komplettfazit ist, sondern lediglich sich auf die ersten drei Volumen bezieht. Volumen 4 bis 6 werden ja noch folgen. Also, viel Spaß! Shirobako, das ist der Anime rund um die fünf Mädchen Aoi, Ema, Midori, Misa und Shizuka, welche in der Highschool-Zeit den Animationsclub ihrer Schule bildeten und bereits gemeinsam ihren ersten Anime produzierten. Sie alle teilten sich den Traum, ihre Leidenschaft später einmal zum Beruf zu machen und als Profis schließlich auch wieder gemeinsam an einem Projekt beteiligt zu sein. Jetzt, über zwei Jahre später, haben es die Mädchen wirklich in die verschiedenen Bereiche der Anime-Industrie geschafft, müssen sich jetzt aber auch deren anstrengenden Alltag und die diversen Herausforderungen bei der Produktion eines Anime stellen. Shirobako ist ein typischer Slice-of-Life-Anime, welcher den Alltag der Anime-Studios in Japan nahezu realitätstreu darstellt. Klar, einige Szenen sind eventuell übertrieben dargestellt, doch das gehört eben zu diesem Anime-Genre dazu. Allerdings sollte man Shirobako auf keinen Fall mit anderen Slice-of-Life- bzw. Comedy-Anime vergleichen. Shirobako ist mehr eine Anime-Dokumentation im Anime-Stil. Shirobako lief Ende März 2015 das erste Mal in Japan an, produziert von PA Works, dem Studio, welches auch unter anderem Charlotte, Angel Beats und Tai Tai oder auch Another produziert hat. Nur um einige prominente Anime, welche auch hier in Deutschland lizenziert wurden, zu nennen. Die Novel, welche als Grundlage diente, erschien 2015 im Jump Shape Books unter Shueisha in Japan und wurde von Michiko Ito und Hajime Tanaka geschrieben. Der Manga erschien im September 2014 bis November 2015 im Dengeki Daioh unter ASCII Media Works. Geschrieben von Kenji Sugihara und illustriert von Mitsutama. Wer jetzt wissen möchte, was denn Shirobako bedeutet, wird sich wundern, denn wie der Anime selbst kommt der Begriff aus der Film- bzw. Serienbranche. Shirobako bedeutet nämlich grob übersetzt weißer Umschlag und bezeichnet die weiße Hülle bzw. Verpackung von VHS-Kassetten, die damals vor Ausstrahlung bzw. Veröffentlichung an die jeweiligen Produzenten der Filme bzw. Serien geschickt wurden. Japanische TV-Sender erhielten so damals auch die Folgen für die Ausstrahlung. Mittlerweile ist der Begriff etabliert, obwohl es keine VHS-Kassetten mehr gibt und auch die weiße Verpackung nicht mehr genutzt wird. Shirobako überzeugt durch ein neuartiges Konzept, welches erstmals unkomplizierte Einblicke in die Produktion eines Anime liefert. Dabei ist Shirobako keinesfalls eine trockene Dokumentation, sondern eine lebhafte, zeitgenössische Darstellung, welche mit Humor sowie ernsteren Abschnitten überzeugte, sich aber niemals selber ernster nahm, wie es sein musste. Die charakterliche Besetzung des Anime Shirobako überzeugte. Nicht unbedingt, weil sich jeder mit dem jeweiligen Charakter identifizieren kann, sondern vielmehr, dass sich die Charaktere realitätsnah verhalten. Zwar besitzen diese noch die typischen Elemente für Anime-Protagonisten, welche sich in übertriebener Darstellung einiger Szenen widerspiegelt. Allerdings sind sie abseits dieser Szenen wie normale Jugendliche. Natürlich gibt es auch in Shirobako für die Protagonisten Hoch und Tiefs in der Gefühlswelt, welche auch so weit gehen, dass manche Charaktere sich überlegen, ob dies wirklich das ist, was er machen möchte. Stereotypen sind nicht zu erkennen, wenngleich die bereits erwähnten Anime-Protagonisten-Elemente vorhanden waren. Jeder einzelne Charakter ist individuell, was den Anime nochmals zu etwas Besonderem macht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, also Volumen 3 der in Anführungszeichen ersten Staffel von Shirobako, gibt es an dieser Art der Charakterdarstellung nichts zu bemängeln. Neben einem realitätsnahen Charakterdesign und einer passenden und satten Farbsättigung überzeugt Shirobako außerdem mit einer Animation, welche trotz stellenweise verwendeter 3D-CGI flüssig daherkam. Leider lässt die Detailtreue, was den Hintergrund angeht, etwas zu wünschen übrig. Hier wird nicht mittels Tiefenunschärfe gearbeitet, sondern lediglich Details weggelassen. Wieso PA Works diesen Schritt gegangen ist, ist mir unverständlich. Vor allem, da sie gezeigt haben, dass sie es besser können. Was allerdings die gewohnte Qualität innehat, das sind die Charaktere, lebensfroh, ausgefallen und doch realitätsnah gestaltet. Musikalisch konnte Shirobako durch das Opening sowie das Ending glänzen. Innerhalb des Anime unterstützte der Soundtrack von Shio Hamaguchi den Anime zwar, blieb aber die meiste Zeit devot im Hintergrund. Dort, wo er gebraucht wurde, war er allerdings zur Stelle und klang hervorragend. Als Extra ist auf Volumen 1 und 2 jeweils das Opening bzw. das Ending von Shirobako als alternative Version vorhanden. Auf Volumen 3
ist die erste Folge von Exodus als OVA vorhanden. Leider wird es nur diese eine Folge Exodus geben. Ich sage leider, weil die OVA mich wirklich unterhalten hat. Es war wirklich spannend und unterhaltsam. Mit einer Prise Krimi war das wirklich toll. Ich möchte einen 12 Episoden langen Anime Exodus haben. Also liebe Verantwortlichen von PA Works, von Shirobago Project und wer noch alles involviert ist, bitte macht einen 12 Episoden langen Anime Exodus. Die deutsche Synchronisation rund um Jamie Lee Blank als Aoi, Lisa Meyer Mitching als Ema, Victoria Frenz als Shizuka, Laura Elze als Asami und Winnie Brandes als Hidomi Owada in den Hauptrollen, sowie die Nebencharaktersprecher um Signe zu Mühlen als Rinzo Ogasawara und Sascha von Zambelli als Yutaka Honda überzeugten. Jeder der Charaktere klang zu jeder Zeit authentisch, was wahrscheinlich auch daran liegt, da Richard Westerhaus die Dialogregie übernahm, jenem Dialogregisseur, welcher schon Anime wie Bleach, Death Note, Darker Than Black, Blue Exorcist und Fullmetal Alchemist übernahm. Wie ist also meine Meinung zu Shirobako? Nun, der Anime, zumindest mal die ersten drei Volumen, wie gesagt, haben mich sehr überzeugt. Er war unterhaltsam und vor allem lehrreich. Man konnte wirklich nachvollziehen, wie die Anime-Produktion eigentlich abläuft. Natürlich ist das viel komplizierter im normalen Leben, aber so einen ersten Einblick hat der Anime definitiv gegeben. Die OVA hat mir auch sehr gut gefallen, wie ich schon bereits gesagt habe, und die Synchronisation war sowieso hervorragend, zumindest mal meiner Meinung nach. Musikalisch hat das Opening und das Ending mich wirklich überzeugt, wenngleich ich mir gewünscht hätte, dass der Soundtrack von Shio Hamaguchi noch deutlicher in dem Anime hervorgehoben worden wäre. Bild- und animationstechnisch habe ich ja eigentlich schon im Einspieler alles gesagt, war im Grunde sehr toll, wenn auch die Details im Hintergrund etwas vernachlässigt wurden. Die Idee ist wirklich was Neues und sehr gelungen umgesetzt worden. Ich freue mich schon auf Volumen 4 bis 6 und hoffe, dass diese genauso gut werden wie Volumen 1 bis 3. Für Shirobako kann ich definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Wer Animes liebt bzw. sich für die Anime-Produktion interessiert, der wird hier bei Shirobako auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Wer einen reinen Comedy-Anime möchte, der wird hier falsch sein, denn hier ist wirklich der Vordergrund die Anime-Produktion. Jetzt weißt du, wie ich zu Shirobako stehe. Wie ist deine Meinung zu Shirobako? Gefällt dir der Anime bis jetzt? Hast du ihn überhaupt schon gesehen? Würdest du ihn gerne sehen? Oder sagst du einfach, nee, das ist jetzt nicht so der Anime, worauf ich stehe? Stimmt einfach hier oder hier, ich weiß es nicht, ab oder runter in die Kommentare. Da würde ich gerne mit euch ein bisschen diskutieren. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.